Ah, geht schon los, oder was? Wir sind drauf. So, herzlich willkommen. Sind wir schon drauf, ne? Ja, wir sind schon drauf. Wunderbar. Herzlich willkommen zur Heise Show, 16 Uhr. Wie jeden Tag von der CeBIT live vom Stand in der Halle 6. Eine Zusammenfassung haben wir das immer genannt von dem, was auf der CeBIT passiert. Da heute hier nicht so viel passiert, haben wir gedacht, wir analysieren mal ein Thema, was heute aufgepoppt ist und ziemlich für viel Aufregung gesorgt hat, so in den sozialen Medien und bei allen, die sich für freie WLANs einsetzen. Und das mache ich natürlich wie immer nicht alleine, sondern Volker Brieglip ist mit dabei von der CT. Hallo. Und Jörg Heidrich, Justiziar aus dem Heise Verlag, ist mitzugegen. Es geht da um dieses, finde ich, so wahnsinnig üble Problem der WLANs in Deutschland. Also ich habe jetzt hier meinen 10 Gigabyte LTE zur Hälfte des Monats schon fast wieder verbraten, weil diese WLANs zwar theoretisch da sind, aber sie funktionieren nicht. Ja. Sie haben Login-Screens, die entweder gar nicht laden oder ewig laden. Und wenn du dann mal drin bist, dann ist es lahm oder es bricht ab. Und das haben wir vor allen Dingen auch deshalb, dieses ganze Wirrwarr, weil Anbieter total unsicher sind, ob sie nicht haftbar gemacht werden, wenn ich Unsinn treibe über diese WLANs. Und deswegen dann neigen sie alle dazu, irgendwie alles abzusichern und Passwort und Login und so weiter und so fort. Und Jörg, jetzt hat es beim EuGH keine Entscheidung gegeben, sondern der Generalanwalt hat sich geäußert zu einem Fall. Und jetzt jubeln alle, dass sozusagen die Störerhaftung, die uns diese ganzen Probleme hier eingebracht hat und die verhindert, dass WLANs in Deutschland auch wirklich offen, ohne Passwort, für jeden nutzbar und überall angeboten werden, dass diese Störerhaftung jetzt begraben ist mit dieser Einlassung des Generalanwalts beim Europäischen Gerichtshof. Ist das so? Nein, das ist... Dieser Bär hat ein wunderschönes Fell, ja, aber es ist leider viel, viel zu früh. Der ist noch lange nicht tot und es ist noch lange keine Möglichkeit, sein Fell zu verteilen. Nein, das ist überhaupt nicht so. Beim EuGH ist es so, es gibt einen Generalanwalt und der erstellt einen Bericht vorab. Der bereitet so eine Entscheidung quasi vor und der gibt dann ein Votum ab. Und es ist in der Regel tatsächlich so, ich weiß nicht, wie die Prozentzahlen sind, aber in, sagen wir mal, in 80-90% der Fällen folgt das Gericht den Vorschlägen, aber es ist bei weitem nicht immer so. Also wir haben es auch in ganz entscheidenden, auch IT-rechtlich relevanten Fragen gehabt, zum Beispiel beim Recht auf Vergessen hat er sich ganz explizit gegen das Recht auf Vergessen geäußert und es ist dann trotzdem gekommen. Und es gab auch andere Fälle, wo das Gericht dann was völlig anderes entschieden hat. Also das ist... Danke. Das ist ein Schritt auf dem Weg dahin, aber es ist noch lange nicht die Entscheidung. Ich weiß nicht genau, wann die Entscheidung kommen sollte. Sie kommt dann meistens recht zügig. Steht da jetzt so, genau, kommt demnächst, aber steht kein, zügig, aber dann kein geben, konkreter, ja. Kein konkreter genau. Formal ist das jetzt eigentlich erst wirklich nur eine Meinungserklärung von diesem Generalanwalt. Also der Fall war ja der, dass ein Anbieter in München, der so ein kleines Veranstaltungszentrum betreibt und wohl auch Freifunker ist, wie das Freifunker so machen, ein freies WLAN angeboten hat und über dieses WLAN hat ein Dritter ein urheberrechtlich geschütztes Musikstück, in dem Fall glaube ich, oder Film, angeboten, was wohl an dem Sony die Rechte hält. Und dann hat Sony Music Entertainment für Musik. Ja. Und Sony hat ihn also verklagt auf Störerhaftung sozusagen und das Landgericht München I hat den Fall an den EuGH verwiesen. Da liegt das jetzt und jetzt hat sich der Generalanwalt dazu geäußert. Heute, du hast diese Presseerklärung dazu. Volker, wie verstehst du denn, was der da gesagt hat? Kannst du das mal referieren? Kann ich einfach vorher mal reingrätschen? Bitte. Bitte, gerne. Er hat ihn natürlich nicht auf Störerhaftung verklagt. Ja. Also das müssen wir einfach mal klarstellen. Ja, wir reden über Störerhaftung. Genau. Wir sollten einfach mal klären, was das ist, weil es wird häufig... unkorrekt gebraucht. Störerhaftung ist eine ganz spannende Geschichte, weil es steht nicht im Gesetz. Das ist sehr praktisch. Störerhaftung ist reines Richterrecht. Das haben sich die Richter mal gedacht und ausgedacht. Das gibt es im öffentlichen Bereich, aber wir reden hier vom Zivilrecht. Also da geht es um Geld, um Schadensersatz, um Abmahnungen. Und da haben die Richter irgendwann mal diese Geschichte mit der Störerhaftung erdacht. Und das ging darum, im Prinzip jetzt mal sehr vereinfacht gesagt, Leute mit in eine rechtliche Verantwortung zu ziehen, die das nicht selber waren, sondern die hier nur, wie der Name sagt, gestört haben. Im Fall von einem WLAN ist es so, der hat es ja nicht selber runtergeladen, ne, sondern es hat irgendjemand runtergeladen und der sagt, den werden wir aber nicht finden. Das war ein offenes WLAN, den werden wir nicht finden. Und jetzt geht es darum, wer denn rechtlich verantwortlich dafür ist, dass er das gemacht hat. Das ist natürlich erstmal die Person selber,
Die haben wir nicht. Und das heißt, eigentlich kommen wir da nicht weiter an der Stelle. Und da kickt dann die Mitstörerhaftung rein, die dann quasi den Betreiber des WLANs mit ins Boot holt in der Haftung. Man sagt nämlich, der Betreiber dieses WLANs, der hat das zwar nicht absichtlich gemacht und er kannte den wahrscheinlich nicht mal, der es gemacht hat, aber er hat das WLAN erschaffen, er hat das in die Welt gesetzt und er hat deswegen dazu beigetragen, dass das passiert ist. Und das macht die Mitstörerhaftung. Das heißt, man muss etwas nicht mal kennen, man muss auch nicht unbedingt dafür da mitgewirkt haben, man muss nur, also man muss schon mitgewirkt haben, man muss das irgendwie in die Welt gesetzt haben, muss es aber selber nicht gewesen sein. Und wie ist, weil du sagst, es ist Richterrecht, es gibt, das ist ja nicht gesetzlich kodifiziert. Kannst du mal da die Rechtslage so ein bisschen auseinandernehmen, was der BGH da entschieden hat? Wo meinst du jetzt? Also Sommer des Lebens, glaube ich. Achso, bei der WLAN-Haftung. Ja. Genau. Da hat der BGH gesagt, ja, da ging es um ein offenes WLAN, wo man auch nicht genau wusste, wer davon runtergeladen hat. Die haben eigentlich gesagt, sie waren im Urlaub, konnten aber wohl nicht nachweisen, dass sie das WLAN runtergefahren hatten in der Zeit. Und da ging es darum, dass der BGH gesagt hat, naja, ihr seid aber doch als Betreiber des WLANs verantwortlich, weil ihr das WLAN betrieben habt und sich Leute da einloggen konnten. Und deswegen habt ihr diesen Schaden verursacht. So, ihr wisst nicht, wer das war, aber es reicht schon aus, dass ihr dadurch das Betreiben des WLANs den Leuten die Möglichkeit eröffnet habt, letztendlich diesen Schaden zu verursachen. Und da kann der Betreiber raus. Und das setzt weiter voraus, dass man Prüfpflichten verletzt hat. Das ist der zentrale Punkt bei Störerhaftung. Man muss Prüfpflichten verletzt haben. Das heißt, man hat nicht ordentlich genug aufgepasst, jetzt vereinfacht gesagt. Hier hätte, bei Sommer des Lebens hat der BGH gesagt, naja, du bist eine Privatperson, ich kann dir nicht zumuten, dass du jeden Monat zu Seminaren fährst, die Rechtslage studierst, dich technisch weiterbildest. Aber was du zumindest machen musst, um da rauszukommen, ist, du musst dein WLAN technisch auf dem Stand halten, der adäquat ist, wenn du es gekauft hast. Das heißt, und das war damals WPA 2 und es war damals ein ordentliches Passwort. Und mehr musste der nicht machen, aber das konnte er im Sommer des Lebens nicht nachweisen. Und deswegen hat das Gericht gesagt, naja, schade, aber du bist jetzt als Mitstörer mitverantwortlich dadurch, dass du das WLAN zur Verfügung gestellt hast. Darum geht es letztendlich. Genau, und das heißt ja jetzt immer, die ganzen Cafés und Restaurants, die machen halt ihre Login-Screens und verschlüsseln oder bieten es gar nicht an, weil es so eine Rechtsunsicherheit gibt, weil sie befürchten müssen, dass wenn Leute bei ihnen im Café sitzen und Sachen anbieten über Tauschbörsen oder Torrent, BitTorrent, dass sie dann in Haftung genommen werden. Woher kommt diese Unsicherheit? Naja, diese Unsicherheit kommt daher, dass sie tatsächlich in Haftung genommen werden. Also, das gibt es keine große Unsicherheit. Das ist einfach so. Ich meine, das ist wahrscheinlich nicht mehr so intensiv wie früher, wo das alles schnelle Netzwerke waren und die Leute zu Hause über 33er Modems irgendwie, das war einfach noch eine andere Zeit. Es gibt eigentlich nicht mehr unbedingt eine Notwendigkeit, das im Café zu tun, aber ich kann es im Café tun. Und viele tun es nach wie vor im Café. Ich bin auch als Anwalt tätig nebenher. Ich habe mal einen Campingplatzunternehmen vertreten, die haben ihren Leuten WLAN zur Verfügung gestellt und da hat es mal einen Sommer lang geregnet und als Resultat haben die, glaube ich, 50 Abmahnungen in einer Woche bekommen, weil natürlich die ganzen Campingleute alle sich Filme runtergeladen haben und das ist echt ein Riesenproblem. Also das ist die Rechtssicherheit ist nicht theoretisch, die ist praktisch da und ich würde es auch jedem überlegen, sich, ob es tatsächlich so ist, dass ich ein offenes WLAN einsetze. Ich hasse das. Ja, ich bin auch häufig im Ausland, ich bin häufig auf Island, da gibt es jeder verdammten Pferdeweide gibt es da oft das WLAN. Ja, oder einen Teich, ja, machen wir auch was WLAN rein, ne? Vielleicht setzt sich da einer hin. So, und das möchte ich natürlich auch haben, aber solange wir diese rigide Haftungsregime haben, werden wir das in Deutschland nicht kriegen. Ja, das ist ja ein deutscher Sonderweg, muss man dazu sagen. Also die EU-Richtlinie sagt da ja auch ganz klar, es gibt zwar bestimmte Bedingungen, solange du aber wirklich nur durchleitest, kannst du nicht haftbar gemacht werden. Und insofern finde ich das sehr gut, dass jetzt hier mal einer das Ding wirklich auch dem EuGH vorgelegt hat und der EuGH jetzt mal überlegen muss, ob dieser deutsche Ansatz, den wir gerade haben, nämlich zu sagen, okay, wir müssen sichern und wir müssen Rücksicht nehmen auf die Rechteinhaber, ob der überhaupt mit dieser EU-Richtlinie zu vereinbaren ist. Jetzt ist das sozusagen die Pressemitteilung von dem, was der Generalanwalt heute dem EuGH vorgeschlagen hat? Seine Rolle ist ja so ein neutraler Gutachter in so einem Verfahren, der den Richtern halt als neutraler Gutachter vorträgt,
so sehe ich die Lage und so eine Empfehlung gibt. Kannst du mal referieren, was der empfiehlt? Naja, was er im Prinzip sagt, ist, dass jemand wie dieser Fall in München, der übrigens nicht nur ein Freifunker, sondern auch ein Pirat gewesen ist. Okay, dann. Und, das wundert einen ja gar nichts. Ob der im Sinne dieser EU-Richtlinie überhaupt als Anbieter zu gelten hat, weil er das halt wirklich nur so nebenbei macht. Er ist halt nicht ein großer Infrastrukturanbieter, er ist nicht ein Carrier mit der ganzen Großtechnik dahinter. Ob der im Sinne dieser EU-Richtlinie als Anbieter zu gelten hat und dieses Privileg für Zugangsanbieter. Also dieses Haftungsprivileg, genau. Dass er eben Zugangsanbieter ist und für das, was Dritte auf seinem Netz machen, nicht verantwortlich gemacht wird. Und da sagt der EuGH-Anwalt ganz klar, ja. Er hat dieses Privileg. Er sollte dieses Privileg haben und der Gesetzgeber sollte es nicht so weit beschneiden und er muss zum Beispiel abwägen, sind die Auflagen, die ich jetzt diesem Anbieter mache zur Sicherung, also hier unser Gesetzentwurf sieht vor Passwortsicherung oder dass man irgendwie die Leute selbst kennt, die da reingehen. Vorschaltseite. Das abgewogen werden muss mit dem Recht zum freien Informationszugang, Recht auf meine Meinungsäußerung. Mal ganz abgesehen von Dingen, dass halt WLAN inzwischen so ein Allgemeingut ist, dass es eigentlich überall sein sollte. Und wir in Deutschland immer noch versuchen, aus Rücksicht auf die Copyright-Lobby, wobei ich übrigens glaube, dass das Problem massiv überzogen dargestellt wird von denen. Ich glaube nicht, dass öffentliches File-Sharing jetzt wirklich so ein massives Problem noch ist, angesichts der verdammten ganzen Streaming-Dienste, die es inzwischen gibt. Und gut, also das ist die eine Seite, die er sagt, dass sozusagen auch nebenberufliche Anbieter von so einem WLAN dieses Privileg genießen, nicht haftbar gemacht zu werden, was erstmal ganz gut klingt. Dann steht hier aber auch drin, auch sozusagen, ne, also das bedeutet, Vermittler der Leistung kann nicht auf Schadensersatz sozusagen verklagt werden oder muss die Abmahnkosten nicht zahlen. Aber was hier auch drin steht, dass dieses Privileg nicht davor schützt, dass ein Gericht einen Erlass erlässt und eine Geldbuße verhängt. Davor ist er nicht geschützt. Das heißt, Gerichte, so schlägt das der Generalanwalt vor, können hingehen und sagen, hier, bei dir werden Rechte verletzt, Urheberrechte meinetwegen, so verstehe ich das, ich erlasse etwas und dann sagt er, dieser Erlass darf nicht vorschreiben, er muss ein Passwort machen, der Erlass darf auch nicht dazu führen, dass er sein WLAN abschalten muss. Und dieser Erlass darf auch nicht dazu führen, dass er den gesamten Verkehr über sein WLAN überwachen muss, um diese Rechtsverletzung zu unterbinden. Diese drei Sachen sind nicht legitim. Da fragt man sich dann aber, wenn ich so einen Erlass erlassen darf, der auch mit einer Geldbuße behaftet ist, um so eine Rechtsverletzung zu unterbinden, ich darf aber das WLAN nicht abschalten müssen, nicht Passwort machen, ich darf auch den Traffic nicht überwachen, wie kann das aussehen? Was muss dann so ein Anbieter machen, um so eine Rechtsverletzung zu unterbinden? Wie soll das technisch gehen, wenn er das nicht verschlüsseln darf, er soll den Traffic nicht überwachen und er soll es auch nicht abstellen dürfen? Dann kann man ja nur sowas machen wie DNS sperren oder... Also, bei Kenntnis wäre eine Möglichkeit. Ich bin ja kein Jurist, das ist er. Nee, aber du bist Techniker. Und ich halte das sozusagen auch nur für eine Absicherungsklausel, dass er sagt irgendwie, wir unterlaufen mit EU-Recht natürlich nicht das nationale Strafrecht zum Beispiel. Also du kannst zum Beispiel dich nicht auf dein WLAN berufen oder auf dein Störerhaftungsprivileg berufen, wenn du hinter deinem eigenen WLAN Unsinn treibst. Dann kannst du natürlich nicht sagen irgendwie, okay. Ist offen, können auch andere nutzen. Können ja auch jemand anders gewesen sein. Also oder dass du Kenntnis hast. Oder dass du Kenntnis hast. Das kann ja zum Beispiel sein. Ja. Also aber was ist denn? Gibt es denn überhaupt sowas wie eine gerichtliche Anordnung für sowas? Also ich glaube, ich kenne mich in diesem Bereich ganz gut aus. Ja. Und die Antwort ist, ich kenne keine. Ich habe noch nie davon gehört, dass es eine gibt. Also was hier auf dieses Verfahren zupassen könnte. Also wenn das Gericht sagt, ja, so machen wir das, was heißt das dann für Deutschland? Vielleicht irgendwie eine Durchsetzung von einem Bußgeld von der Aufsichtsbehörde oder sowas, das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Aber was das hier genau gemeint ist, möglicherweise ist auch gemeint, eine einstweilige Verfügung oder irgendwas, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was Sie hier mit der gerichtlichen Anordnung meinen. Und das ist aber auch für die wirklich spannende Frage, die sich hieraus stellt, gar nicht unbedingt relevant, sondern es geht ja eigentlich erstmal primär um Abmahnung.
Und unser Problem sind erstmal Abmahnungen. Ja. Und wenn diese Geschichte hier wegfällt, dann werden zumindest ganz, ganz vielen Abmahnungen die Basis entzogen. Also hier steht, diese Haftungsbeschränkung steht nicht nur einer Verurteilung des Vermittlers zur Leistung von Schadenersatz entgegen, sondern auch seiner Verurteilung zur Tragung der Abmahnkosten und der gerichtlichen Kosten in Zusammenhang mit und so weiter. Genau. Also ja. Ne, Abmahnkosten und so, genau. Dagegen ist das, sprechen die sich aus. Ja, damit das wäre ein Riesenknall. Also wenn der europäische, also in Deutschland zumindest, alle anderen interessiert das eh nicht, weil wir das Problem nur in Deutschland haben. Aber das wäre zumindest in Deutschland ein Riesenknall und würde vermutlich dazu führen, dass in der nächsten Woche zigtausende von WLANs freigeschaltet werden, nämlich zumindest bei den Leuten, die das ganze Teil gewerblich benutzen, also bei Cafés und so weiter, wo man ja also auch schon großes Problem hat. Aber wenn ich so ein Anbieter wäre und das lese, da kann ein Gericht kommen und wie nennen die das hier, eine Anordnung verhängen, womöglich eine mit Geldbuße bewährte, dann ist doch für mich die Unsicherheit genauso groß, wenn nicht sogar noch größer als vorher. Naja, aber es muss ja irgendeine Rechtsgrundlage, also die schaffen ja keine Rechtsgrundlagen. Es muss ja irgendeine Rechtsgrundlage geben, auf deren Basis ich das tun kann. Und die gibt es in Deutschland nicht. Mir würde keine einfallen. Ich weiß, ich sitze hier. Fällt Ihnen eine ein? Du hast ja mit zwei Kollegen, glaube ich, noch gesprochen heute. Ja, nee, die sagten auch, die sehen das faktisch genau wie du, dass sie sagen, wir kennen dieses Institut, so eine Anordnung in diesem Feld, kennen wir nicht. Ja. Es kann ja durchaus sein, dass es die irgendwo in Europa gibt. Ja, aber sie sagen halt, das ist sozusagen, sorgt für zusätzliche Unsicherheit. Das ist sozusagen ein unausgegorener Entschluss. Der eine sagt hü, ja, keine Haftung, freie Bahn mit Marzipan, aber andererseits sagt, hä? Aber dieses Damoklesschwert einer gerichtlichen Anordnung mit Geldbuße, das ist trotzdem da. Auch wenn keiner so richtig weiß, was das ist. Also er gibt dir ja einen Ausblick, wie diese EU-Richtlinie in nationalem Recht sozusagen sich niederschlägt. Das kann, wie du sagtest, schon natürlich regional unterschiedlich sein. Also ich finde, bevor man jetzt anfängt, wieder zu sagen, irgendwie, oh mein Gott, da ist die große Hintertür und dann kriegen wir darüber wieder alle einen auf den Kopf, sollte man sich erstmal über den leisen Fortschritt freuen von heute, dass der EuGH nämlich, wenn er seinem Generalanwalt folgt, tatsächlich diese Unsicherheit, dieses Abmahnrisiko, was der zentrale Grund ist, warum wir hier nicht überall offene WLANs haben von kleinen Anbietern, damit aus dem Weg schafft. Also Glas voll. Ja, Vorsicht, also allzu. Das wäre ein Teilbereich, der hier umfasst würde. Ne? Also es ist wirklich explizit auf, ich lasse mein WLAN, was ich sowieso beruflich nutze, lasse ich jetzt auch für Gäste offen zum Beispiel. Ne? Das ist hier der Grundfall. Das befreit nicht unbedingt mein häusliches, privates WLAN zum Beispiel von der Haftung. Das würde ich da aus der Entscheidung nicht rauslesen. Aber es gibt ja noch keine Entscheidung. Aus dieser Entscheidung. Dann müssen wir auch sehen, was das LG München dann wieder mit dem EuGH macht. Und ja, wir haben ja sowieso parallel noch eine Gesetzesänderung in der Pipeline, die dem ja auch, also die darauf Einfluss, das würde darauf Einfluss nehmen, denke ich. Also die EuGH-Entscheidung würde auf den Gesetzentwurf Einfluss nehmen. Naja, man würde es wahrscheinlich nicht so veröffentlichen können. Wenn das jetzt käme, würde das wahrscheinlich schätzen. Erzähl doch mal, wie der Gesetzentwurf jetzt aussieht. Der Gesetzentwurf sieht nicht gut aus. kommt darauf an, aus welcher Perspektive man es sieht. Wäre ich ein Lobbyist der Musikindustrie, würde ich sagen, er sieht sehr gut aus. Mhm. Als Betreiber eines freien WLANs oder auf jemand, der auf mehr freie WLANs hofft, würde ich sagen, er sieht ganz furchtbar aus. Schreibt er sich doch rein, wir wollen das fördern und es soll alles ganz toll werden und mehr freie WLANs und mehr Angebot von WLAN und so. Warum ist das denn nicht toll? Das klingt doch super. Ja, es ist nicht immer das drin, was draufsteht. Ja, also Professor Hören, der bekannteste Online-Rechter in Deutschland, hat das irgendwie mit dem Ministerium für, wie heißt das, Mini-Flix, also jedenfalls mit dem totalen Gegenteil, das, was draufsteht und das, was drin ist, das totale Gegenteil ist, beschrieben und gesagt, das sei also eine absolute unmögliche Mogelpackung. Das gilt zumindest für den ersten Entwurf. Der zweite ist auch nicht viel besser. Im Moment steht drinnen, das kommt vom Wirtschaftsministerium, also von Gabriel. Von Gabriel. Gabriels Berater für digitale Fragen oder sowas ähnliches. Ich weiß nicht genau, wie er sich schimpft. Ist zufällig Professor Gorni, der Chef von der Musikindustrie. Aber das ist sicherlich ein Zufall in diesem Kontext.
Und es steht drinnen, dass man freie WLANs fördern möchte und man möchte das dergestalt tun, zumindest in dem letzten Entwurf, der mir bekannt ist, dass man sagt, okay, die haften nicht, also dieses Haftungsprivileg, von dem wir geredet haben, was für normale Access Provider gilt, gilt auch für WLAN-Anbieter unter zwei Voraussetzungen. Die eine ist, die etwas leichter zu erfüllen, ich muss eine Vorschaltseite machen, wo ich Leute informiere, dass sie nicht schlimme Dinge tun müssen. Und sie einen Haken setzen und sagen, genau, ja, ich werde keine schlimmen Dinge tun. Eine Belehrungsseite, die sicherlich das ist die überflüssigste Nerverei. Alles für immer verändert, die also der totale Gamechanger hier sein wird. Also man muss sich nicht einloggen, sondern es reicht so, hier Haken. Das ist der erste. Ja, genau, aber das ist ja auch schon, das ist zwar jetzt, das wird zwar nicht das große WLAN verhindern, aber das ist so eine Nerverei, ja, die so überflüssig ist, weil es wird nur darauf hingewiesen, hier gibt es AGB und du darfst nicht und du darfst nicht, stimmst du dem zu, dass du nicht darfst, ja, Haken, Bong und dann darf ich rein. Und dann kann ich alles machen, was ich will. Muss ich aber auch erstmal technisch machen. Ich, soweit ich weiß, sagen die Freifunker, dass es für sie zum Beispiel äußerst schwierig ist. Und ich berate auch Unternehmen bei so einer Einführung, die sagen auch, dass es für sie äußerst schwierig ist, weil ich das unter Umständen bei jedem Login machen muss. Und wenn dann jemand von Haus zu Haus geht in einem größeren Unternehmen, dann muss der das jedem neuen Einloggen machen. Okay, das ist die erste Voraussetzung, die du erfüllen musst, um sozusagen diese Haftung zu entgehen. Was genau, ist das ist aber wahrscheinlich nicht so schlimm. Das ist nervig, nicht so schlimm. Zweiter Punkt ist, ich muss mein WLAN, mein offenes und freies WLAN, ich habe den Text nicht genau im Kopf, gegen unerwünschte Zugriffe sichern. Das ist, glaube ich, ziemlich nah an der Formulierung. Gegen unerwünschte Zugriffe als Passwort sichern. Das heißt, sagt das Gesetzesbegründung sagt, überlassen wir euch, wie ihr das macht. Aber der Grundgedanke dahinter ist spannend. Ich möchte ein offenes WLAN betreiben. Ich muss mein offenes WLAN gegen ungewollte Zugriffe schützen. Wenn man ein Informatiker ist, dann sagt man, ach, das ist toll, ich muss mein WLAN nicht schützen, weil es kann ja nie unbegründete Zugriffe geben, weil jeder Zugriff ist begründet und toll. Wenn ich ein Jurist bin, denke ich, jeder Zugriff ist unbegründet, außer ich erlaube es ihm. Ja, es ist jeder Zugriff erstmal unbegründet, weil er könnte feindlich sein. Ich könnte in die Störerhaftung kommen. Das heißt also, de facto werde ich kein offenes WLAN machen können, weil ich das absichern muss. Aber ich kann noch mein Restaurant mit Alufolie auskleben. Ja, ja, kannst du auch. Also ich muss es verschlüsseln, heißt, ich kann natürlich dann irgendwo groß mein Passwort hinhängen oder so, aber das ist wohl das Minimum, was man machen würde. Man kann es nicht einfach wie die Freifunker, wir haben übrigens am Freitag, wen es interessiert, da gehen wir nochmal auf die Thematik ein, haben wir zwei aus dem Freifunk Vorstand hier zu Gast um 15 Uhr, werden das Thema nochmal besprechen. Aber Freifunk sagt, wir müssen zumachen. Also wir jedenfalls haben wir mit dieser Haftungsverschärfung, es wäre eine Haftungsverschärfung für die, ein Riesenproblem. Warum wäre es eine Verschärfung? Weil sie bisher diesen Screen nicht machen müssen. Bisher gibt es sowieso keine Rechtssicherheit. Und in Zukunft müssen sie eher mehr machen als jetzt. Ja, verschlüsseln. Also sicher, wie sie das auch immer machen wollen. Also das ist Anmeldung ist auch eine Möglichkeit. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also dieser Entwurf ist eine totale Mogelpackung. In was für einem Stadium ist denn der jetzt, der Entwurf? Der ist wohl durch das Kabinett und ist grauenhaft verprügelt worden im Bundesrat. Ja. Und nachdem das letzte, was ich gelesen habe, ich weiß nicht, weißt du, ob du da mehr was, soll es im Herbst nochmal einen neuen Entwurf geben? Ich glaube, die warten jetzt auch mal gepflegt auf den EuGH. Ja, das glaube ich auch. Das wissen die ja auch. Und gucken, was der so sagt. Und wenn der denen das jetzt um die Ohren haut, wo ich persönlich mit rechne und wo ich mich auch darüber freuen würde, dann haben wir vielleicht hier auch bald mal irgendwie so paradiesische Zustände wie Thema Messe. Wie überall. Ich war letztens Messe Barcelona, steigst aus dem Flugzeug in den Flughafenbus, freies WLAN im Bus. Und funktioniert auch? Ja, funktioniert. Ein Klick, zack, bist du drin. Ne? Da kommen dir doch die Tränen, wenn du aus Deutschland kommst. Und vielleicht haben wir das dann sowas auch mal hier. Und inwieweit müsste man diesen Entwurf, den du eben zitiert hast, ändern, wenn das hier EuGH-Beschluss wird? Schreddern und neu schreiben. Ja, das hilft ja allein noch nicht. Also es gibt Gesetzesentwürfe, zum Beispiel von der digitalen Gesellschaft, die einfach im Prinzip aus einem Satz bestehen, wo drin steht, das Haftungsprivileg, was für alle anderen Provider gilt, gilt auch für die Anbieter von offenen WLANs. Das wäre das, was mir am liebsten wäre, was absolut Sinn macht und was in allen anderen Ländern auch so ist.
Ob man das tatsächlich im Wirtschaftsministerium so durchsetzen kann, müssen wir abwarten. Natürlich würde da so ein Urteil extrem helfen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die noch an ihrer alten Version festhalten und da zumindest noch irgendwas reinbauen wollen, weil die haben wirklich sehr starke Einflüsse der Rechteinhaber in diesem Bereich. Kennt man denn Zahlen, wie oft freie WLANs für Urheberrechtsverletzungen missbraucht werden aus anderen Ländern? Ich weiß jetzt keiner aus dem FF. Ich glaube, nee, bei sowas gibt es immer eigentlich nie Zahlen. Ja. Also die Eindrücke als von Anwaltsseite, ich mache das inzwischen nicht mehr so wahnsinnig viel, aber ich kenne auch viele Kollegen, die solche Anmahnungen bearbeiten, ist eher, dass der Normalfall eher so im Privatbereich ist. Na, also der 13-jährige Sohn hat was runtergeladen oder so. Also dieser Fall mit dem Café und so weiter, der ist auch nicht so häufig. Da gibt es auch wenig Rechtsprechung, gibt es ganz wenige Urteile. Alright. Gut. Gibt es hier Fragen zur WLAN-Haftung von Ihrer Seite? Nee? Anmerkungen? Finden Sie es gut? Schlecht? Nutzen Sie WLAN? Haftung ist gut? WLAN ist gut, ja. WLAN ist super. Wenn es funktioniert, ist es gut, ja. Ja, also das ist schon nach wie vor ein Ärger. Also dass das wirklich nirgends eigentlich richtig funktioniert. Man kann es eigentlich heute nirgendwo richtig nutzen. So, also zumindest auf gar keinen Fall verlässlich. In Deutschland musst du Deutschland. Dazu sagen. Ja, in Deutschland. Ja, das ist also es wird zwar dann angekündigt im Hotel und im Zug und im Flugzeug neulich und. Ja. Ja, aber fängt dann damit an, dass du nicht reinkommst. Und wenn du reinkommst, ist es lahm und man kommt über die Login-Seite nicht hinweg. Also es ist schon ziemlicher Schmerz. Es ist natürlich so, wenn die Bundesregierung und wenn dieser Entwurf jetzt so bleibt und sie das so durchziehen wollen mit den Schutzauflagen, die sie machen wollen, dann läuft das auch im Prinzip darauf hinaus, dass was im Prinzip nur die großen Infrastrukturbetreiber können dann irgendwie dann eine Architektur schaffen. Genau, die kennen ja ihre Kunden, die können schnell einloggen. Ja, und schwupp, dann wird das Thema halt hier von den großen drei Netzbetreibern bespielt. Vielleicht kriegen die Freifunker noch eine Nische. Aber die sind kontrollierbar, die sind unter Umständen auch Vorratsdatenspeicherbar. Genau. Das hat natürlich auch aus der Perspektive noch so ein paar Vorteile dann für eine Bundesregierung, aber das Thema wäre dann so tot. Also der kleine Kaffeebetreiber mit seinem, der kann dann halt bei Kabel Deutschland oder Vodafone oder der Telekom sich dann irgendwie so ein Small Business Package kaufen und dafür. Aber das verstehe ich nicht. Selbst wenn das jetzt so durchkommt, wie du das beschrieben hast, ich muss die Login-Seite machen und sagen, ja, ich mache keine Rechtsverletzung und B, ich muss das irgendwie gegen unberechtigten Zugriff schützen, also sprich ein Passwort verhängen, dann kann ich doch meinen Kaffee machen, ich mache einen WLAN auf, ich mache eine Login-Seite und sage ja und das Passwort hängt irgendwo an der Tafel, so wie es heute auch schon ist. Das geht, ja. So, also an der Situation. Aber das musst du ja auch erstmal hinkriegen. Ja, das kriegen ja tausende Cafés, zumindest formell hin. Ja. So. Also da, wobei ich das auch nicht verstehe, weil wenn ich in den Café gehe und mich kennt keiner, ich habe nirgendwo einen Ausweis vorgelegt, ich setze mich dahin, niemand hat mich je gesehen, es gibt ein verschlüsseltes WLAN und ich sage, wie ist denn euer WLAN-Passwort? Und die frickelt da irgendwie so einen Bong aus der Kasse und gibt mir das und ich tippe da eine fünfstellige Zahl ein und saug Filme und verteil Filme ohne Ende eine Stunde lang und geh wieder. Wem ist dann geholfen? Ich weiß gar nicht. Ja, die Bedienung wird dich schon irgendwie beaufsichtigen mit dem, was du tust. Aber ganz im Ernst, das hat doch keinen Sinn, oder? Ja. Naja, also auch im Sinne von, wir fangen alles schlecht reden. Ne? Also dieser Gesetzesentwurf, der hilft dem Café, der hilft dem Hotel. Ja, für die ist das okay. Die sehen ihre Kunden. Der ist aber die absolute, die Todeserklärung für Freifunk. Oder zumindest, sagen wir mal, deren Haftungssituation wird sich sehr, sehr stark verschärfen. Das muss man einfach sehen. Das heißt, kontrolliertes WLAN, möglichst noch, wie du richtig gesagt hast, von einem der Großen, das wird es weiter geben. Alles, was unkontrolliert ist, was denen ja auch immer so ein bisschen unheimlich ist, das wird zumindest erschwert. Statt vereinfacht. Genau, also Freifunk ist das eine und es wird eben verhindert, dass sozusagen diese große Welle passiert, dass einfach die Cafés sagen, wir skippen unser Passwort, wir machen auch keine Login-Seite, wir machen einfach ein schönes WLAN und wer darüber surft, ist uns egal. Genau. Ja, Hauptsache unsere Kunden, die kommen da rein. Tun sie, schön, okay. Ja. Das wird verhindert dadurch sozusagen. Aber die Situation, wie sie jetzt ist, wird zumindest in den Cafés nicht verschlimmert werden. Ja. Da freut man sich auch schon drüber. Es gibt übrigens, wenn ich das noch ergänzen darf, hat damit nicht so unmittelbar was zu tun. Es gibt eine schöne neue Tendenz, die man im amerikanischen Gesetzgebungsverfahren als Amendment
kennt. Also man hat irgendwie, man regelt Gesundheitsreform und dann packt man noch einen 50-Millionen-Deal mit Verkäufen von Waffen dran, sowas in der Art. Ja. Das haben wir jetzt neuerdings in Deutschland auch und da ist diese WLAN-Geschichte ein Beispiel, weil man da relativ still noch irgendwelche Gesetzesänderungen dran pappen kann. Das hat man zum Beispiel gemacht bei der Vorratsdatenspeicherung. Da gibt es noch eine Regelung, die keiner bemerkt hat oder kaum jemand bemerkt hat, zu Whistleblowern. Ja, die hat man nochmal, mir nichts, hier nichts, die Rechtslage zu Whistleblowern, hat mit der Vorratsdatenspeicherung nicht das Geringste zu tun, hat man einfach dran gepappt. Und hier hat man dran gepappt noch eine Änderung des § 10 TMG, Telemediengesetz, das ist das, was die Haftung im Internet rechnet, regelt. Da geht es auch um WLAN drum, aber bei § 10 geht es um Hoster. Ja, also mein Strato, wo ich meine Website liegen habe. Und da gibt es ziemlich heimlich, still und leise, und das haben auch die wenigsten auf dem Schirm gehabt, eine ganz erhebliche Haftungsverschärfung für die Hoster. Und zwar ist auch das eine alte Forderung der Musikindustrie. Die möchten nämlich die One-Click-Hoster angehen. Was sind das? Musst du mal also One-Click-Hoster, wir erinnern uns doch an RapidShare, Gott hab sie selig, wo man halt einen Klick klickt und dann kriegt man den gesamten Film oder das Album runtergeladen. Und da steht jetzt drin, normalerweise heißt es, ich hafte als Hoster nicht, außer ich habe Kenntnis. Und in dieser Änderung steht jetzt drin, ich hafte als Hoster immer, wenn ich nicht hundertprozentig sagen kann, dass meine Inhalte alle völlig hundertprozentig in Ordnung sind, wenn ich irgendwie mal komisch beworben habe. Da stehen so ganz verschiedene Sachen drin, 5 Voraussetzungen, die auch noch alternativ sind. Wo zum Beispiel ganz viel, oder zum Beispiel, wenn der Hoster keinen Mechanismus etabliert, mit dem ein Rechteinhaber Inhalte löschen kann. Möchte ein normaler Hoster, glaube ich, auch nicht etablieren. Ja. Ein Rechteinhaber, nicht der Inhaber, der feiert, ja, genau. Sondern der Rechteinhaber. Sowas, was es bei YouTube gibt, ja, zum Beispiel. Ne? Solche aber die kann er ja auch nicht löschen, sondern der kann ja nur melden. Ja, oder? Also er kann ja über diesen Millennial, er kann ja nur sagen, das ist hier irgendwie Löschmarkt. Ja, oder? Also ich war, nagel mich nicht an der Formulierung fest, aber jedenfalls ist es eine sehr, sehr starke Beschränkung der Haftung für Hoster, was gerichtet ist auf diese One-Click-Hoster, auf die Rapid-Shares dieser Welt. Das Blöde ist, wir haben in Deutschland nicht einen einzigen davon. Es gibt solche Angebote nicht in Deutschland. Ja. Ja, aber gut, die wird es jetzt auch nicht geben. Und was heißt das für die anderen? Als Kollateralschaden wird es wahrscheinlich ziemlich knallen im Bereich Cloud, ja, weil auch die nicht unbedingt wissen, was da liegt und auch die nicht unbedingt da rankommen und das testen können und so weiter. Und insgesamt eine Verschlechterung allgemein der Rechtslage für die Hoster. Haben Sie bei diesem Hosting-Verschärfung, haben Sie doch diesen Begriff der gefährdungsgeneigten, Anbieter oder Dienste gefunden. Ja, genau. Und das, aber natürlich ist ein One-Click-Hoster ist ja auch nichts anderes als ein Cloud-Angebot. Das heißt nur die anders. Waren die großen Cloud-Pioniere waren RapidShare und Konsorten. Ja, und was heißt das dann? Also wenn das so durchkommt, dann verstehe ich das ja so, dass Sie quasi so eine Art Prüfpflicht haben. Nee, soweit geht es nicht, aber sie haben ein eingeschränktes Haftungsprivileg. Wenn du dir idealtypisch RapidShare nimmst jetzt, ja, das ist wirklich Lex RapidShare, dann war das halt so natürlich, dass da viele rechtswidrige Inhalte sind, die sind komisch beworben worden und so weiter. Also das ist danach formuliert und jeder Host-Provider wird in Zukunft, wenn er zum Beispiel seine Inhalte nicht hundertprozentig kontrollieren kann, unter Umständen ziemlich schnell seines Haftungsprivilegs verlustig gehen. Ja, also und das heißt dann für ihn? Das heißt dann, er haftet für den Inhalt, den sein Kunde ablegt, wie für einen eigenen. Und das heißt? Das heißt, wenn da jemand zum Beispiel Raubkopien reinlegt, dann sind wir wieder bei der wunderbaren Mitstörerhaftung unter Umständen sogar. Oder in diesem Fall würde er dann sogar dafür, und Zweifelsfalle sogar möglicherweise, ohne dass er es weiß, dafür wie für einen eigenen Inhalt haften, sprich sich unter Umständen strafbar machen, aber zumindest abmahnbar sein zum Beispiel. Und das wiederum heißt für das Angebot, also was... Für den Anbieter ist das ein Risiko, was er nicht mehr kalkulieren kann. Ja, und das heißt? Ja, das wissen wir nicht, was das jetzt heißt. Gut, also für RapidShare hieß das, wird jetzt nicht die Welt verändern, aber RapidShare macht es jetzt so. Was heißt das für Strato? Die können doch unmöglich wissen, was da bei ihnen alles abgelegt wird. Und dafür gibt es ja dieses Haftungsprivileg, ne? Dass man eben als Hoster erst haftet, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, hier ist jetzt ein schlimmer Inhalt. Aber so. nach der Änderung dann ja nicht mehr. Genau, also man müsste gucken, ob eine dieser Voraussetzungen auf Strato zutreffen, wahrscheinlich eher nicht. Ja, die werden da nicht überwiegend rechtswidrige Inhalte haben oder so. Das kann aber bei
Ich möchte nicht wissen, was zum Beispiel alles rumliegt bei Dropbox. Ja, kennen wir alles selber, was da bei uns so rumliegt. Ne? Und, also bei mir liegen nur selbstgefertigte, handgeklöppelte Urlaubsvideos. Urlaubsvideos. Und das ist so ein Anbieter, der könnte da ganz leicht reinrasseln zum Beispiel. Und das gefährdet die Situation und das wird die Host-Provider eher potenziell bereit machen, Inhalte zu überprüfen, Inhalte zu entfernen. Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Das wird jetzt nicht die Welt verändern, das ist auch klar. Aber es ist wieder so ein kleiner Schritt hin von irgendwas, was auch übrigens der europäische Gesetzgeber erdacht hat, was dann auf nationaler Ebene wieder eingeschränkt wird. Was jetzt ja auch nicht gerade dafür spricht, dass Verschlüsselung zum Beispiel einfacher wird und besser wird. Weil wenn du forderst, in der Cloud soll alles verschlüsselt sein, am besten sollen das die Anbieter oder du selber machen. Verschlüsselung ist dann irgendwie schwierig zu argumentieren, wenn du das alles überprüfen sollst, weil das geht dann nicht mehr. Ja, lauter gute Nachrichten. Okay, wir lassen, wenn hier keine Fragen mehr sind, dann machen wir den Deckel zu. War da noch was? Nee, das war noch von vorhin. Okay, danke fürs Zugucken. Wir machen hier gleich weiter mit dem Hacker Jeopardy, hätte ich fast gesagt, sondern mit unserem kleinen IT-Heise Jeopardy. Geht um 17 Uhr los. Wir müssen ein bisschen umbauen. Wird wie immer lustig. 17 bis 18 Uhr, bist du auch dabei? Ich komme mit, ja. Alles klar, super. Machst du mit? Weiß ich nicht. Ach komm, du bist so nerdig. Das ist gar nicht so einfach, also... Ich habe mir noch gar nicht angeguckt. Deswegen weißt du nicht, worauf du dich einlässt. Deswegen haben wir schon den ersten Kandidaten. Okay. Also noch zwei, die kriegen wir bis fünf. Okay, bis später dann. Tschüss. Tschüss. Okay.